Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gas Station Simulator. Ich starte den Timer mal eben neu, sonst habe ich keine exakten 15 Minuten. Ach, ihr seid das! Ihr Schwachmaten! Sag mal, hopp! Weg mit dir! Kann man wohl nicht angehen. Wo willst du denn hin? Sag mal, dein Auto ist irgendwie kaputt, Mädel. Hopp, hopp! Oh, in 2 Minuten gibt's da eine Party. Mädel, hopp! Ups, was habe ich jetzt angestellt? Moment mal. ist sie gerade in ihr fliegendes Auto eingestiegen und wollte... What the fuck? Mädel, soll ich dir nochmal einen Schubser geben? Hier, hupp. Ja, jetzt fährt sie. Wo will die denn hin? Will die... Die will da parken? Nee, Mädel, der Parkplatz ist belegt. Hallo? Du kannst da nicht parken. Hopp, hopp, hopp. Okay, sie hat geparkt, würde ich sagen. Mädel? Wo möchtest du hin? Warum steckst du in deinem Auto Reifen? Hä? Hä? Was ist hier los? Also, das Spiel hat keine Bugs. Man sollte definitiv bei diesem Spiel nur noch DLCs rausbringen, weil das Spiel ist fehlerfrei, wie man ja sieht. Was ist hier los? Okay, muss ich nochmal einen Besen rausholen? Ich glaube, ich muss nochmal den Besen rausholen. Moment mal, ich kann ihr Auto nicht mehr... Oh nein. Hups, jetzt steckt mein Besen in ihrem Hintern. Oh, das war keine Absicht. ich würde sagen... Ja, das ist der Grund, warum es UFOs gibt in diesem Spiel, was alle Leute entführt. Die bewegt sich nämlich nicht mehr. Okay, und ich kann ihr Auto nicht anfassen, weil ihr Auto ist jetzt unverwundbar. Wer hätte das gedacht? Haben wir eigentlich irgendwas, was wir da reintun können? Ja. Chef uns leid? Oh nein. Bin ich zu spät? Ja, ich bin zu spät. Oh nein, ich hätte da noch Chef uns leid reintun können. Pff. Vor allen Dingen, sie bewegt sich noch, auch wenn sie in ihrem Hinterreifen steckt. Ja gut. Ignorieren wir das einfach mal. Ich schulde dir was. Naja, schuldest mir ganz schön viel. Oh, wow. Er sammelt tatsächlich den Müll ein. Okay, nein. Jetzt. Hat er... Ich dachte, da flog gerade Müll an mir vorbei. Leute, ihr könnt da beide nicht... Komm hier. Ich werf dir den Müll rüber. Nö. Er ist wirklich, also... Ich kann so nicht weiterleben. Es ist, also weiterspielen. Das ist ehrlich gesagt... Ja, jetzt kommt auch noch Geister-Elvis. Da ist ein Regal, jo, Leute! Jungs, das ist ein Regal! Das ist so ein Ding, wo da kann man nicht durchgehen! Geht doch... Das geht einfach nicht rein in deren Hirn. Kunde an Kraftstoff. Haben wir da keinen mehr, der tankt? Kasse Erstand, tanken, reinigen, doch. Oh, wow. Wow, er steckt ihn sogar mal rein. Sorry. du musst den Tankstutzen auch wieder entfernen. Junge, du darfst nicht ab... Hallo? 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 Ui. Was war das denn jetzt gerade? Junge... Du musst den Tankschlauch mit dem Stutzen entfernen. Du kannst den nicht einfach da stecken lassen. George. Welchen Level hat George im Tanken? Level 1 oder was? Level minus 1. Level 0.
Ich bin hier von Idioten umgeben. Da passte noch was rein. Aber wir haben noch einen Kühlschrank. Den wollte ich eigentlich hier hinballern. Das heißt, einmal die Lampe. Bup. Gucken wir mal. Kriege ich den Kühlschrank da in die Ecke? Nö. Okay, der passt also nur, wenn ich die eine Kühltruhe entferne. Wo bauen wir den hin? Ich kann die nicht draußen platzieren, oder? Er sagt, Tür ist im Weg. Nö. Warum habe ich hier eigentlich Fläche, wo ich was hinbauen kann, wenn ich da keine Sachen hinstellen kann wie eine Kühltruhe? Warum kann ich hier nichts hin... Weil das Regal im Weg ist? Okay, komm. Was? Da ist der Müll im Weg, da ist das Regal im Weg. Wie weit muss das... Moment. So weit muss es vom Regal entfernt sein. Es sei denn, es ist da. Dann ist das der Regaleingang. Man kann nirgendwo... Klar, hier in den Weg kann ich es stellen. Pff. Nirgendwo kann ich hier was hinstellen, weil alles im Weg steht. So, Moment. Party ist vorbei. Bestätigen. Oh, da steht die Blume im Weg. Ja, genau. Klar, ich habe es ja auch davor gestellt. So, ist das ausgerichtet? Nicht ganz. Das ist auch nicht ganz ausgerichtet. Nein, ich will es nicht befüllen. Ich will es mitnehmen. Auch nicht ganz ausgerichtet. Nein. Auch nicht ganz ausgerichtet. Okay, das ist gut. Das ist gerade ausgerichtet. So, dann wollen wir den mal... wollen wir den mal daneben ballern. Na? Na, noch ein bisschen? Ah! Sehr gut. Meine Kühlschrankreihe. Oh ja, es passt endlich alles. Huhu! Eins, zwei, drei, vier, fünf Kühlschränke nebeneinander. Und hier könnte man... Ja, gut, die Eistruhe könnte man jetzt näher an den rücken. Huch, ich kann nichts auf die Tanzfläche stellen. Da werden die Vollidioten alle gegenlaufen, ich kenne das schon. Ach, da kann ich ihn nicht hinbauen? Oh, Spiel. Warum kann ich ihn da hinbauen? Hä? Da kommt doch keiner mehr ans Regal ran. Aber was sage ich da? Die beiden Vollidioten da sind ja eh schon dabei. Komm, Leute. Hep. Nein? So. Na endlich. Ach, und jetzt auf einmal, wo das Regal weg ist, kommt er wieder zur Besinnung. Jetzt kann ich das Regal da nicht mehr reinbauen, weil das überall... Sag mal, was ist denn das? Oh. Das gibt's doch nicht. Ist sowieso ein bisschen schief. Nein, immer noch schief. Ah, das ist gerade. Okay. Das hier? Kann ich jetzt da nicht reinbauen, weil es kollidiert mit dem oder mit dem? Es ist auch wirklich nicht einfach hier. So. Ich glaube, ich brauche gleich selber den Alkohol, den ich hier eigentlich in die Regale einsortieren wollte. Oh, endlich lohnen sich drei Alkoholregale mal. Okay. Den hier. Jetzt möglichst nah an den Alkohol ran. Okay.
Warum auch immer dieses eine Snackregal weiter drüben steht als die anderen. Geh doch einfach zu dem Regal, da ist es doch drin. So, okay. Ist das gerade? Ja, das ist ungefähr gerade. Zack. Und wehe, hier latscht jemand durch. Oh nein, drei passen nicht mehr rein. So. Oh, Mayumi. Nein, nicht das Hammerwerkzeug. Jetzt ist hier wieder so dunkel. So. Sag mal. Übrigens beschweren sich Leute in dem Forum, dass auf dem Laufband Sachen ineinander spawnen. Also, meine Fische haben da noch nichts beobachtet, würde ich sagen. Seht ihr? Liegt alles einzeln auf dem Band. Alles hat quasi so eine Art Sicherheitsabstand. Vielleicht liegt das auch einfach an meinen Fischen, die sortieren vor. Die sagen, nee, komm hier. Wir sortieren dir das mal. Weil die Sachen spawnen ja außerhalb des Blickfeldes da. Ja, sehr gut, Herr Kopp. Aber das muss jetzt nicht wirklich sein, dass du hier dein Müll hinschmeißt. Schon wieder, alle schon wieder am Ausruhen. Und dann Kraftstoff. Komm hier, Angestellte, bezahlen. Was, wir haben schon wieder 1300? Okay, du machst mal tanken. Ricardo, du machst mal reinigen. Oh, Mayumi ist fertig. Du machst mal Kasse. Und Hiroki, wer hätte es gedacht, du machst schon wieder Eis. Apropos Eis. Ich glaube, wir müssen mal ein wenig Eiscreme bestellen. Ja. Bestellen wir mal 4 davon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Auch wenn sie nicht im Angebot sind. Komm, leck mich. Hau raus. 1000. 1000. Eis für 1000 Dollar. Woo! Das muss aber Luxuseis sein. Ach, ich bin immer noch unzufrieden mit diesen Kühltruhen-Dingsbums da. Ah, aber egal. Och nö. 5, 5, 5, 5, 5. Alles? Ha. Haben wir eigentlich noch eine Kühltruhe im Inventar? Eigentlich müsste ich die Kühltruhen alle hier an der Wand entlang. Pff, oh, was ist denn hier los? Oder hier so gegenüber. Aber dann laufen die dazwischen wahrscheinlich wieder. Ich kenne das doch. Ach, alle. Alle. Und alle. Ha. Keine Produkte mehr. Keine Produkte mehr. Keine Produkte. Ricardo, das ist kein Weg. Party! Juhu! Party! Lauter! Ja! Oh, es ruckelt wieder wie Sau. Das Spiel ruckelt sowieso ständig wie Sau. Hä? Ich höre einen Sturm, aber er ist irgendwie... Oh Gott. 1, 2 Hügel. Ich brauche mal ein bisschen... Bisschen Sprit. Oh, Lieferung beim Lagerhaustor. Boah. Oh, oh. Vor allen Dingen, die laufen jetzt auch alle hier längs. Schneller laufen. So. Ja, du brauchst doch nicht gleich... Boah. Der ist aber eilig. Ruhig, Brauner. Also ich meine jetzt... Boah, diese Ruckelorgie. Ja... Daddel, du auch, du Zwerg im Auto. Komm, gib Gas. So, immerhin hat das Geruckel aufgehört. Boah, die Performance von diesem Spiel, hallo? Ich kann auf diesem Rechner auch andere Spiele spielen, die laufen performancemäßig besser. Was? Nein, doch, Kreise findet ihr da drüben, nicht hier. Junge, guckt doch mal im richtigen Regal. Und wehe, ihr bleibt alle hängen.
Unser Putzmann ist der Einzige, der da hängen darf. Moment, apropos hängen. Der hängt doch eigentlich nur, weil da irgendwo noch Müll ist, oder? Nein, ich will das nicht in Müll schmeißen. Oder vielleicht mit dem... Aber wegen der Fußabdrücke da. Ja, der Fußabdruck da. So, mal eben kurz ein paar Fußabdrücke beseitigen. Ja! Yes! Ich habe ihn repariert! Wuhu! Ich habe Ricardo repariert! Yes! Jetzt kann er wieder Müll aussortieren oder so. Ja, nein. Halt dich fern von dem Regal da. Kunde an Kasse. Boah, jetzt muss ich aber auch immer rumlaufen. Okay, sie geht dahin. Sie bleibt aber nicht hängen. Merkwürdigerweise geht sie dahin, nimmt was aus dem Regal und die Eistruhe ist ihr egal. Aber eine Eistruhe da an die Wand stellen kann ich nicht. Spiel? Why? You're kidding. What? Weiß ich nicht, Mayumi ist da gefangen. Haben wir eigentlich noch Kippen? Oh, haben wir noch.